Hey Leute, ich bin Sven und heute stelle ich euch mal 5 coole XP-Farmen in Minecraft vor. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich 3 XP-Farmen in Minecraft vorgestellt habe, was mega gut angekommen ist. Danke nochmal dafür. Und das Video verlinke ich euch nochmal am Ende dieses Videos hier. Aber jetzt habe ich mir gedacht, stelle ich euch einfach mal 5 unterschiedliche XP-Farmen vor, die alle wirklich cool sind. Wir fangen natürlich mal mit einer etwas kleineren an, die man auch etwas leichter nachbauen kann. Der Link natürlich zum Download und zum Ersteller, die sind beide unten in der Videobeschreibung. Wir schauen uns ganz kurz an, wie das aufgebaut ist. Natürlich mit Wasser. Also ich denke mal, das ist jetzt nicht das Schwierigste, so eine Mobfarm hier nachzubauen. Man sieht hier auch schon, wie fleißig die Monster spawnen. Da unten sind auch schon ganz viele. Und wir können ganz kurz mal hier hinfliegen. Dann natürlich die Monsterfarm mal austesten. Wir gehen dazu wieder in den Game Mode 1, holen uns ganz kurz mal ein Dia-Schwert. Und dann, okay, testen wir das Ganze mal. Und wir gehen dazu am besten mal in den Game Mode 0. Wir haben zwar schon 20 Level. Hier zum Beispiel befindet sich auch eine Kiste. Da schmeiße ich mal alles weg. Und wir können jetzt mal schauen, wie viel XP wir jetzt bekommen, indem wir jetzt einfach mal alle Monster hier killen. Die fliegen runter. Die meistens in One-Hit und mal schauen, so wie viel wir noch aufsteigen. Wir haben zwar schon 20 XP gehabt, also da habe ich jetzt irgendwie nicht davor gefarmt. Das ist, wenn man die Map hier downloadet. Aber so, jetzt habe ich auch schon fast alle Monster gekillt. Alles klar, das geht natürlich auch ein bisschen langsamer ab Level 15. Aber ihr seht schon, man kann hier echt ordentlich farmen. Hier kommen immer wieder neue Monster und man hat natürlich nicht nur die XP hier, sondern man hat auch neue Items. Man hat, okay, zum Beispiel auch Goldstiefel, auch nicht schlecht. Dann Pfeile, Schwarzpulver und so weiter. Natürlich alles, was man standardmäßig von den Monstern bekommt. Das ist eigentlich standardmäßig eine coole XP Farm nicht allzu schwer nachzubauen. Hier hat man noch auch nebendran eine mit Fackeln, natürlich alles ausgeleuchtet, sodass keine Monster spawnen können. Hier natürlich ohne Fackeln. Hier ist es eigentlich ganz dunkel, aber ich habe Gamma auf 10.0, deswegen wundert euch nicht. Das sieht hier alles so ein bisschen heller aus und da spawnen natürlich immer wieder die Mobs. Wir können hier noch ein bisschen XP aufsammeln, wenn wir natürlich im Game Mode 1 sind. So, da haben wir die XP und dann können wir immer wieder hier die Creeper und alle weiteren Mobs töten. Die Creeper brauchen immer 2 Hits, beziehungsweise die meisten, und das war es jetzt erstmal so zu der ersten XP Farm, aber ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit Platz 4. Auf Platz 4 habe ich eine Eisengolem Farm, das heißt, wie der Name schon sagt, können wir mit dieser Farm echt krass viel Eisen farmen und da steht zum Beispiel auch Hai, alles klar. Wir können uns ganz kurz mal wieder hier die Farm anschauen, also die ist echt schon ein bisschen heftiger aufgebaut. Hier ist zum Beispiel ein Villager, auf dieser Seite ist ein Villager, natürlich auch wieder mit Wasser gebaut, dass wenn diese hier spawnen, da runtergehen, wird immer weiter runterfließen. Und wir können uns das ganz kurz nochmal von außen anschauen. Hier alles beleuchtet. So sieht es hier aus. Man hat hier auch ganz viele Türen. Und ich würde sagen, komm, wir gehen gleich mal nach da unten, so wo die verbrennen. Und die ist echt schon ziemlich groß aufgebaut. Hier hat man natürlich Trichter. Und hier hat man dann logischerweise genau in dieser Kiste das Eisen. Und diese bekommen wir natürlich durch diese Eisengolems hier und dann durch die Trichter in die Kisten. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel schon 64 und 21 Eisenbachen. Und wir können uns ganz kurz nochmal zum Beispiel, was an dieser Farm ein bisschen anders ist, wir können die Eisengolems leider nicht unbedingt killen. Und jetzt zum Beispiel haben wir echt wieder krass viel Eisen bekommen. Ihr seht zum Beispiel, jetzt hatte ich gerade eben erst noch 64 und 20, jetzt schon 64 und 43, also das Ganze geht wirklich ziemlich schnell, es spawnen immer wieder neue Eisengolems. Wir können mal nachschauen, ob da oben genau welche runterspringen, da ist zum Beispiel direkt hier runtergeflogen und diese können wir zum Beispiel nicht von außen killen, also ich kann hier kurz mal rausfliegen, das heißt mit dieser Farm machen wir nicht unbedingt XP, aber dafür halt Eisen und das ist echt mal was Cooles und was anderes und die verbrennen hier noch, die haben natürlich echt ziemlich viele Leben, das wird auch ein bisschen dauern, wenn man die alle mit dem Schwert killen müsste, da bräuchte man echt schon eine gute Verzauberung drauf. Aber das war es jetzt auch so zu der Eisengolem-Farm und wir machen weiter mit Platz 3. Auf Platz 3 gibt es wirklich eine richtig coole Farm und zwar können wir mit dieser Farm Bäume farmen. Natürlich kein XP, was ein bisschen schade ist, aber dafür Bäume. Wir haben sozusagen dann immer wieder unendlich Holz und die ist wirklich ziemlich cool aufgebaut. Also so eine Art habe ich noch keine Farm davor gesehen und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Hier haben wir einen Schalter zu Anfang, den können wir ausschalten, den lassen wir aber an und hier sehen wir zum Beispiel auch schon, okay, wir haben ein paar Kisten, auch zum Beispiel mit schon ein bisschen Holz drin und wir haben hier natürlich das ganze Inventar voller Holz, aber das lassen wir jetzt mal so. Wir gehen dazu auch gleich in den Game Mode 0. Wir haben hier alles, wir können hier alles so lassen. Also den Schalter, den müssen wir jetzt nicht umlegen oder so. Hier gibt es auch eine Kiste. Hier ist alles extra zugebaut. Und hier sehen wir zum Beispiel auch schon Schienen. Aber wir gehen jetzt erstmal dazu hier hoch und schauen uns das ein bisschen genauer an. Also wir fliegen hier hoch. Also hier wurde echt schon ziemlich viel mit Redstone und so weiter gebaut. Also das ist echt schon komplizierter. Und dazu gehen wir auch mal in den Game Mode 0. Das müssen wir jetzt nämlich machen. Wir haben, glaube ich, genau, schon Birkensetzling am Start. Wir sind jetzt im Game Mode 0 und Leute, wir müssen jetzt genau uns hier reinstellen. Und wir lassen uns jetzt einfach mal mit dem Wasser treiben, würde ich sagen. Und wir müssen jetzt genau diese Blätter hier abbauen und wir müssen ganz wichtig aufpassen, dass wir Birkensetzlinge hier runter machen. Wir müssen eigentlich nur hier statt die Blätter einfach das Holz abbauen. So, und wir sind jetzt gleich beim letzten Holz angekommen, wie man hier sehen kann. Dann klicke ich jetzt mal, sobald ich dieses Holz abgebaut habe, ganz oft rechtsklick. Das werdet ihr auch schon gleich sehen, warum. So, das mache ich jetzt gleich mal und jetzt bin ich hier in einem Minecart. So, liebe Freunde, ich mache jetzt mal nichts und jetzt zum Beispiel fließe ich hier wieder runter mit dem Wasser und ich kann wieder den Baum abbauen und der pflanze ich automatisch wieder nach, weil ich natürlich was gepflanzt habe. Aufpassen, wieder Birkensetzlinge
Assessing ins Inventar. So, dann mache ich wieder Rechtsklick ganz schnell. Okay, das war ein bisschen zu früh. So, und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir das Minecart erwischen, sonst fährt es automatisch los. Und so können wir das immer wieder machen. Ich baue es nochmal ganz kurz ab. So, und somit haben wir echt schon mega viel Holz in wenigen Minuten. Und jetzt zum Beispiel, okay, habe ich, glaube ich, keinen geplaced. Das lag daran, weil ich mit die Axt noch im Inventar hatte, in der Hotbar. Und jetzt zum Beispiel muss ich ein bisschen warten, genau, bis die Falltür aufgeht. Die ist jetzt verschlossen, weil nichts gepflanzt wurde. Das ist ein bisschen Feld, da muss man echt drauf aufpassen. So, das heißt, da gehe ich hier rüber und ihr seht auch schon, das ist ein Dispenser, der unendlich Knochenmehl hat. Das heißt, ich setze hier einen Baum hin. So, mache ich gleich mal. Und mit dem Knochenmehl natürlich wächst instant der Baum. Und genau, okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er gewachsen. Und jetzt muss ich natürlich hier wieder, können wir hier ohne den Game Mode 1 hoch? Ich glaube nicht. Deswegen müssen wir wieder in den Game Mode 1. Die Falltür ist natürlich wieder oben auf, wie man gleich sehen kann. So, da gehe ich ganz kurz mal hin. Und das können wir natürlich auch im Game Mode 1 machen. Genau, die hier ist auf. Und dann können wir hier das wieder abbauen. So, was dran setzen, theoretisch. Ich hatte jetzt wieder kein Birkensetzling. Aber so geht es immer weiter. Und das Minecart natürlich, sobald wir den unteren Stamm abgebaut haben. So, das mache ich gleich mal. So, kommt hier hin. Genau. Und dann können wir wieder hochfahren. Und so geht es immer weiter. Also echt ein cooler Platz 3, wie ich finde, um Bäume zu farmen. Ich hatte ja auch schon mal in der letzten Folge einen Baum farmen. Aber dies finde ich nochmal ein Stückchen cooler. Und ihr könnt natürlich später gerne mal so eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Platz 2. In dieser Farm können wir echt nochmal ordentlich XP farmen. Und zwar spawnen wir genau hier. Wir backen hier sogar ein bisschen am Anfang. Es laggt auch ein bisschen leider. Aber da können wir jetzt auch nichts machen. Hier sind im Inventar auch noch so ein paar kleine Sachen, die wir alle rausmachen können. Und ihr seht zum Beispiel auch schon im Inventar, wir haben Enderaugen und Enderperlen. Und ganz einfach, warum genau, das werde ich euch natürlich jetzt gleich zeigen, und es laggt echt extrem. Die Welt muss erstmal ein bisschen laden und dann laggt es eigentlich nicht mehr, aber wir haben natürlich Enderperlen im Inventar. Ganz einfach, wir haben eine Enderman-Farm und das ist doch echt was Cooles. Erstens, Enderperlen, die kann man für alles gut gebrauchen, und zweitens natürlich bekommen wir viel XP dazu. Deswegen würde ich sagen, hier ist natürlich direkt ein Ende, wenn man in dieser Welt spawnt, und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich mal ins Ende rein. So, Landschaft wird heruntergeladen, geht auch relativ schnell. Hier spawnen wir, natürlich gibt es hier auch viele Endermänner, aber die alle zu killen natürlich kostet viel Zeit, und natürlich kann man dabei auch drauf gehen, aber hier hat man echt eine coole Enderman-Farm, und dazu müssen wir einfach hier lang, also alles schön ausgeleuchtet, und da vorne sieht man auch schon diese Farm. Die ist wirklich ziemlich groß, wie man sehen kann, und wir machen erstmal alle Enderperlen weg, beziehungsweise genau auch Enderaugen brauchen wir jetzt nicht mehr, und wir schauen jetzt einfach mal nach, wie viele Enderperlen wir direkt bekommen. So, und spawnen immer mehr Endermänner wirklich. So, und wir haben direkt schon 14 Stück bekommen, leider noch keine XP, aber wir killen die Endermänner gleich. Wir schauen uns ganz kurz mal an, wie hoch überhaupt diese Farm hier geht, also die spawnen von ganz oben. Hier sind zum Beispiel auch Lianen verbaut, dass die hier einfach so runtersliden und nicht direkt sterben. So, das kann ich mal machen, zum Beispiel im Game Mode 0, dann würde ich hier runterfliegen und als Enderman mit einem halben Herz aufkommen. Und das ist eigentlich so die ganze Farm hier schon. Also hier sieht man es, wie das gebaut wurde. Und wir gehen jetzt mal hier runter. Wir haben echt schon mega viele Endermänner. Und wir nehmen uns mal ein Diaschwert hier raus, gehen in den Game Mode 0 und mal schauen, ob wir dabei drauf gehen werden. Wir haben einfach schon 106 Level. What the fuck? Okay, wir killen mal die Endermänner mit einem Hit. Und das machen wir gleich mal. So, und mal schauen, wie viele Enderperlen wir hier wieder dazu bekommen. Also ihr seht schon, wir bekommen eigentlich gar keinen Schaden dazu. So, die greifen uns gar nicht erst an. Die können uns gar nicht angreifen, so schnell wie die töten. So, okay. Und dann hier nochmal ein Enderman. Das sind schon weitere gespawnt. Und die kommen halt immer mit einem halben Herz auf, beziehungsweise so, dass wir die easy auch mit der Hand töten können. Eigentlich brauchen wir gar kein Diaschwert dazu. Wir warten ganz kurz mal, genau, bis ein paar runterfliegen. So, die können wir auch mit der Hand töten. Halbes Herz. Das heißt, wir können die wirklich immer direkt mit One-Hit töten. Aber falls wir mal keinen Bock drauf haben, wirklich die ganze Zeit zu töten. So, und der hat mich jetzt, what the fuck, angegriffen. So, wir killen ganz kurz nochmal alle. Es kommen wirklich immer mehr. Können wir einfach diesen Hebel hier drücken, so umlegen. Und dann sieht man hier schon, okay, das Glowstone fährt sich nach unten. Und zum Beispiel jetzt, wenn die Endermen hier auffallen, genau, die haben ja vorher ein halbes Herz gehabt, sterben die direkt. Somit können wir wirklich easy die Enderperlen farmen. Zwar nicht so gut für XP vielleicht geeignet, so, da die keine XP droppen, aber zum Beispiel, genau, wenn ich jetzt wieder den Hebel umlege, so, dann kommen wieder die Endermänner runter. Okay, die kommen jetzt hier. Genau, dann kann ich die wieder easy töten, bekomme Level dazu. Und es war jetzt eigentlich schon so die Enderman-Farm auf Platz 2. Ich habe keine coolere bisher gefunden. Ich finde sie wirklich ziemlich cool. Cool, wir haben hier ein Bett übrigens, wo wir spawnen wieder, dann können wir wieder zurück. Und es war so zu Platz 2. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum ersten Platz. Auf Platz 1 haben wir eine riesige Mob-Farm, wo 13.000 Mobs in einer Stunde spawnen können. Und somit bekommen wir auch dementsprechend wirklich mega viele Level dazu, beziehungsweise auch Items von den Mobs, die echt gut sein können manchmal. Und wir schauen uns die natürlich zuallererst mal an. Und hier oben sind auch zum Beispiel schon, okay, ganz viele Monster. Und wir haben hier ganz viele Dispenser. Und ihr könnt euch natürlich auch selber nochmal gerne alles anschauen, wie das so nachgebaut wurde. Ich zeige euch jetzt natürlich nicht alle einzelnen Details. Aber wir haben hier auf jeden Fall Dispenser, wo immer Wasser rauskommt. Zum Beispiel kommt jetzt hier Wasser raus. Genau, dann müsste gleich hier Wasser rauskommen, damit natürlich auch alle Mobs runterfließen. Ganz
einfach eigentlich. Und hier kann man sich das nochmal von außen anschauen. Natürlich auch mit Redstone verbaut und so weiter. Und hier unten haben wir ganz viele Dispenser. Und wir warten jetzt erstmal so ein bisschen ab. Also hier sehen wir erstmal nicht viele Mobs rausdroppen. Die kommen jetzt erst gleich, genau. Da kommen zum Beispiel auch echt schon gleich wieder viele Mobs, genau. Und hier haben wir echt viele Items, die gar nicht in die, okay, Trichter gehen. Alles klar, die können wir mal aufsammeln. Und hier sehen wir zum Beispiel auch schon, in wenigen Sekunden haben wir krass viele Pfeile bekommen. Und hier natürlich auch schon in der Kiste ist alles voll. Und ich würde sagen, wir können mal alles aus der Kiste rausmachen. Dann werdet ihr auch schon gleich sehen, wie schnell wir wirklich Items farmen können. Und diese sterben natürlich direkt und überleben kein einziges Mal. Aber ihr seht schon, die Mobs spawnen einfach im Sekundentakt. Da kommen so viele Mobs einfach runter. Und es war so auch zu der ersten Farm. Also hier unten sind einfach ganz viele Trichter mit einer Kiste. Natürlich, dass alle Items in diese Kiste gehen. Und so sieht diese Mobfarm nochmal aus. Hier natürlich haben wir nochmal eine zweite Mobfarm. Nur, dass hier kein Wasser spawnt. Hier haben wir natürlich keinen Wassereimer drin. Das heißt, hier kann auch kein Wasser lang fließen. Sonst würde dieser Zombie hier auch nach unten fließen. Das ist so mit dem Wasser. Und das machen wir gleich mal. Und somit würde dieser Zombie hier auch sterben. Und das war es jetzt aber auch so zu dem ersten Platz. Ihr könnt eure Meinung mal gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr noch nicht abonniert habt, würde es mich natürlich auch über ein Abo freuen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten checkt alle Links in der Videobeschreibung ab. Wir sehen uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.